Servus Leute, herzlich willkommen, euer Schraubstuhl hier. Willkommen zu einer weiteren Top 5 Liste. Beim letzten Mal haben wir über meine Top 5 Spiele 2020 gesprochen. Heute reden wir passend über meine Top 5 Spiele of all time Stand 2020. Sowas kann sich ja immer ändern. Dementsprechend lasst uns gar nicht lange fackeln, fangen wir an. Nummer 5, Xenoblade Chronicles 2, der zweite Teil einer meiner absoluten Lieblings-Franchises. Ja, warum nicht Teil 1, sondern warum Teil 2? Weil ich persönlich bei Teil 2 den Cast besser finde als bei Teil 1. Ja, ich mag Schulk, ich liebe Fiora, aber der Rest, Ryan und Sharla kann ich noch ganz gut leiden. Aber Dunban und auch Ricky und Amelia, mit denen verbinde ich es nicht so viel, weil ich es auch nie benutzt habe. Von daher, schlagt mich, wenn er meint. Aber ich finde Nia, Tora, Zeke, Pyra, Mythra einfach wesentlich interessanter und besser ausgestaltet als die anderen, die halt neben Schurk und Fiora echt blass wirken in meinen Augen. Aber das ist persönliche Sicht. Ich finde auch die Schurken besser. Ich finde Jin und Malos besser ausgestaltet als zum Beispiel, oder auch Amaltus, als jetzt Sansa oder Dixon. Aber es ist persönliche Sache, ne? Könnt ihr ja sehen, wir wollen persönlich, sind alle drei Spiele der Xenoblade 3 extrem geil. Und von daher ist dieser Unterschied dann nur sehr, sehr gering. Und die Story von Chronicles 2, die ist ja nicht ganz so dramatisch wie 1, ja. Aber auch hier haben wir sehr viele Twists und Wendungen und What-the-fuck-Momente. Und wie das alles auch zusammenhängt mit Teil 1, ist ja auch nochmal richtig geil. Und dann vor allem der DLC. Torn of a Golden Country. Was das noch an Lore hinzufügt, ist auch richtig mega geil. Und es ist der bessere DLC im Vergleich zu Future Connected. Also Xenoblade Chronicles 2, mega geiles Spiel. Ich habe persönlich auch schon fast 300 Stunden drin versenkt und alles mehrmals durchgespielt. Und meine Charaktere so dermaßen gemaxt, dass einfach alles zu spät ist. Ich sag nur Ultra Instinct Rex, der ist nämlich von nichts mehr zu treffen. In dem Sinne, das war Platz 5. Jetzt geht's weiter mit Platz 4. Platz 4 bedarf, glaube ich, keiner großen Introduction. Resident Evil 2. In diesem Bild hier natürlich das Remake, denn das Original ist nicht allzu gut gealtert. Aber auch ein super geiles Spiel. Trotzdem würde ich jederzeit das Remake empfehlen. Auch wenn das nicht frei von Kritik ist. Ja, Resident Evil 2, der zweite Teil der Resident Evil Reihe, war eigentlich der dritte, wenn Zero mit reinzählt. Und definitiv der beste aller Resident Evil Teile, neben Code Veronica, das nie ein Remake bekommt, weil Capcom ein Haufen Scheiße ist. Persönliche Meinung. Dürft ihr gerne anders sehen. Ja, Resident Evil 2, die Geschichte von Leon Scott Kennedy und Claire Redfield. Leons erster Arbeitstag bei der Polizei von Raccoon City läuft nicht ganz so, wie er sich das so gedacht, wie er sich das erhofft hatte, denn er kommt in Raccoon an. Und die Hölle ist einfach losgebrochen. Die Umbrella Corporation hat ein Labor unterhalb der Stadt, wo sie G-Virus-Forschung betreiben. Und blöderweise haben dort ein paar Ratten auch ein bisschen am Virus geleckt und jetzt den Zombie-Virus in der Stadt verteilt. Überall Untote, überall Monster. Super toller erster Arbeitstag. Und in der Polizeistation ist auch niemand. Wunderbar, oder? Ja, und Claire, die kommt in die Stadt, um ihren Bruder Chris zu suchen. Chris Redfield kennt man ja noch aus Teil 1. Der hat ja da zusammen mit Jill Valentine und Albert Wesker und Barry Burton in einer Villa in den Arklay Mountains das erste Mal Kontakt zu der Zombie-Plage von Umbrella gehabt. Dieser auch überlebt, aber ist danach verschwunden und Claire sucht ihn jetzt eben. Kommt dafür nach Raccoon City und steckt da zusammen mit Leon mittendrin und richtig tief in der Scheiße. Nun müssen die beiden um ihr Überleben kämpfen, mal zusammen, mal getrennt, im Remake mehr getrennt als zusammen, aber dafür, naja, haben sie auch ihre eigenen kleinen Stellen. Auch Ada Wong taucht auf und Sherry Birkin, die wir dann später als Erwachsene in Resident Evil 6 nochmal sehen, einem auch sehr viel diskutierten Spiel. Gameplay-technisch macht für mich das Remake von Resident Evil 2 alles richtig und zeigt wunderbar, wie man Resident Evil in modern darstellen sollte, nämlich nicht wie in The Baker Family, das ich bis heute nicht als siebten Teil der Reihe akzeptiere, und auch Resident Evil Village, das ja offiziell nicht Teil 8 genannt werden soll, das ist übrigens eine eigene Aussage von Capcom, es soll nicht Resident Evil 8 genannt werden, sondern nur Resident Evil Village. Also anscheinend haben sie es selber ja irgendwo eingesehen. Resident Evil gehört so, wie Teil 2 Remake gemacht wurde und nicht anders. Punkt.
Platz 3 ist ein Klassiker vom Nintendo 64, ein echter Rare-Klassiker, nämlich Banjo-Kazooie. Die beiden sind ja auch im Super Smash Bros. Vertreten inzwischen. Eines der wenigen, wirklich wenigen Highlights der DLCs bislang. Aber Banjo-Kazooie ist ein zeitloser Klassiker. Es ist das beste 3D-Jump'n'Run, das es jemals gegeben hat. Donkey Kong 64 kam zwar danach, ist aber deutlich schlechter. Und Banjo-Tooie war leider auch nicht mehr so wie Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie ist Rares Meisterwerk im puncto 3D-Plattformer. Leider auch eine Franchise, die dann mit dem Kauf von Microsoft, die hat bei Rare gekauft, den Bach runterging. Schraube locker, ist echt ein gutes Spiel. Aber was macht denn Banjo-Kazooie so gut? Die Einfachheit tatsächlich. Es ist ein ganz piep einfaches, mal vom Design-Startpunkt gesprochen, einfaches 3D-Jump'n'Run. Ihr habt eure Hauptcharaktere, ihr habt eure simple Story, Banjos Schwester wird entführt, die übrigens danach nie wieder aufgetaucht ist. Und zwar wird sie entführt von der Hexe Grundhilda, die unbedingt wieder ihre Jugend haben will. Die will wieder schön sein, die will wieder heiß sein. Wie heiß man auch mit grüner Haut sein kann. Ich meine, eine Gamora wird sie nie werden. Aber egal. Und ihr müsst halt losziehen, um Tooty, so heißt Banjos Schwester, zu retten. Und dabei durchstreift ihr wunderbar geschaltete 3D-Welten, müsst Puzzleteile sammeln und Noten und müsst euch mit dem Maulwurf Bottles rumschlagen, der euch immer wieder neue Moves beibringt, aber auch nicht zu viele. Das war bei Banjo-Tooie so ein Problem, das waren einfach zu viele Moves. Ihr habt immer einfach euch der Kopf geraucht, wenn ihr euch behalten wolltet, wie man was zum Teufel macht. Also manchmal ist halt zu viel des Guten dann doch zu viel, was man auch bei Donkey Kong 64 dann gesehen hat. Deswegen die Einfachheit ist es, die bei Banjo-Kazooie so wunderbar funktioniert. Diese Abwechslung in den Welten, die Durchdachtheit der einzelnen Aufgaben, es waren einfach alles wunderschön, wie aus einem Guss, und es hat einfach funktioniert. Es war die Perfektion dieses Genres, und bis heute spiele ich es immer wieder gerne, deswegen Banjo-Kazooie auf Platz 3. Auf Platz 2, Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Das für viele und auch für mich letzte wirklich gute Paper Mario, die Spitze der Evolution der Paper Mario Spiele und der Mario Rollenspiele. Und was danach passiert mit Paper Mario, das wissen wir alle nur zu gut. Super war noch ganz okay, und danach öffnete sich irgendwie ein schwarzes Loch und Paper Mario, wie wir es kannten, verschwand für immer. Vielleicht hat sich die Zeitlinie verschoben, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir wohl nie wieder ein Spiel der Qualität eines Paper Mario, die Legende vom Äonentor, sehen. Paper Mario 64 war auch nicht schlecht, aber Äonentor hat das Ganze perfektioniert. Wir hatten ein richtig gutes Kampfsystem, richtig schön rundenbasiert, wie man das heutzutage nicht mehr machen sollte, sag ich ganz ehrlich. Aber für Paper Mario hat es funktioniert damals und würde heute noch funktionieren. Wir hatten schöne Attacken, wir hatten Special Skills mit der Sternenpower. Wir hatten wunderbare, einzigartige Charaktere, eine Story, die mit Wendungen und Twists gesät war und auch von super einzigartigen, bekloppten Charakteren getragen wurde. Unruhstadt war ein wunderbares Hub, das wir so in einem Mario-Spiel nie gesehen haben. Es war dreckig, es war düster, es war Kriminalität überzogen, wie kriminell man halt im Mario-Universum sein kann. Es war einfach super interessant und so viele kleine Details und Ecken. Es war einfach wunderschön. Und ja, die Nostalgie, die trägt auch viel dazu bei, dass es bei mir auf Platz 2 ist, natürlich. Und der Wehmut an die alten Tage zurückzudenken. Aber wer die Chance hat, auch an die Leute, die sich sagen, sie mögen das neue Paper Mario, wer die Chance hat, spielt die Legende vom Äonentor, und ihr werdet verstehen, warum wir Paper Mario Fans der ersten Stunde inzwischen so dermaßen angepisst sind von Nintendos Entscheidungen. In dem Sinne, das ist Platz 2, mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Und auf Platz 1 ist ein Spiel, das auch gespalten hat, aber im allgemeinen Kanon zu den besten Spielen aller Zeiten gehört. The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Früher hätte hier ohne Zweifel Ocarina of Time gestanden, aber ich habe mich entschieden, nur ein Entry pro Franchise zuzulassen, sonst wäre die Liste hier voll mit Zelda. Und dementsprechend habe ich mich dann am Ende für Breath of the Wild entschieden, denn Breath of the Wild hat etwas geschafft, was nur wenige Spiele innerhalb einer Franchise überhaupt schaffen können. Und zwar die eigene Franchise nicht nur komplett auf den Kopf gestellt, sondern neu erfunden und dabei nicht versagt. Auch hier Paper Mario als bestes Beispiel. Breath of the Wild bietet uns eine wunderbare Welt, in der nicht oder allem Anschein nach nicht so viel ist, wie man sich das wünschen würde, aber wenn man genau hinguckt, findet man doch unter jedem Stein, jeder Ecke irgendwas Interessantes. Und sei es nur ein dämlicher Krog. Diese Welt, sie ist ein zerstörtes Hyrule. Sie ist ein Hyrule, das schon lange nicht mehr wirklich von Leben durchfüllt ist, sondern eher von Nomaden, die zwischen den Ruinen hin und her wandern, um so zu versuchen, ihr Leben irgendwie weiterzuleben. Eine Welt, in der die Finsternis gewonnen hat, in der Ganon gewonnen hat. Eine Welt, in der man praktisch von Null anfangen muss. Und das macht es so interessant. Die entdeckt diese Ruinen, die entdeckt die Überbleibsel der alten Welt. Könnt euch selber überlegen, was ist da passiert? Wie genau ist das alles verfallen? Dazu noch die Schreine, die einem immer wieder spannende kleine Herausforderungen bieten, um das Gameplay aufzulockern. Und natürlich auch eine Hauptquest. Die vier Titanen wieder erwecken. Die vier Titanen von Ganons Fluch befreien, um so Ganon zu schwächen und letzten Endes doch zu besiegen, um Zelda zu retten, um Hyrule zumindest aus den Klauen des Bösen zu befreien. Weil retten, nun, viel zu retten ist da nicht mehr. Und das liebe ich. Wir haben kaum Hintergrundmusik. Wir haben nur die Geräusche der Natur von Hyrule. Und das ist so eine geile Atmosphäre, dass ich gar nicht anders kann, als zu sagen, dass dieses Spiel im letzten Jahrzehnt mit weitem Abstand das beste Spiel ist, das sie bekommen haben. Und vielleicht sogar das beste Spiel aller Zeiten, neben Ocarina of Time. Ein Ocarina of Time hat für die Videospielbranche dasselbe getan, wenn nicht sogar noch mehr, wie Breath of the Wild. Breath of the Wild hat ein ganz neues Genre erschaffen. Das Wild-like-Genre, um mal Gaming Clerk zu zitieren. Und wir sehen, dass das ein Impact war. Wir haben Immortals Fenyx Rising, wir haben Genshin Impact und es werden noch weitere kommen. Das Wild-like-Genre hat gerade erst begonnen und wir werden hoffentlich noch eine Menge geile Spiele darin sehen. Vor allem aber freue ich mich schon auf Breath of the Wild 2, was hoffentlich den Weg konsequent weitergeht. Mit aber ein paar, naja, Zusätzen, die mehr ans klassische Zelda erinnern dürfen. Denn Dungeons, ja, die hat man schon vermisst. Aber auch nicht so sehr. Denn sie hätten auch nicht in diese Welt gepasst. Seien wir mal ganz ehrlich. In dem Sinne, das war meine Top 5 Spiele of All Time Stand 2020. Wie würde eure Liste aussehen? Schreibt es nochmal in die Kommentare. In dem Sinne, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. Mach's nicht gut, mach's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.